Und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Zugunterhaltung, zu eurem Zugsimulator Train Sim World 3. Ja, wir werden wieder am Start und es geht heute von Fulda nach Kassel-Wilhelmshöhe. Anschnallen, zurücklehnen und Abfahrt. Like das Video, abonniert den Kanal und dingedingedong, aktiviert die Glocke, um keinen weiteren spannenden Content mehr zu verpassen. Ja, mal gucken, ob wir ankommen oder ob wir wieder irgendeinen Unsinn treiben. Los geht's. Beginnen. Türen entriegeln. Das kriegen wir hin. Türen geöffnet. Türen entriegeln. Störung. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Irgendwas ist gesperrt. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Hier steht immer noch Fahrgäste einsteigen lassen. Das tun wir. La 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 la. Es kann sich nur um Stunden handeln. La 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 la. So viele Knöpfe, die ich wieder drücken kann, wo ich wieder irgendeinen Unsinn anstellen könnte. Apropos. Oh, hallo. Ja, ihr habt die besten Plätze euch ausgesucht, ha? Ich hab gar nicht gewusst, dass ihr so nah seid. Freunde, ich weiß nicht, was ich tue, deswegen Augen zu und durch. Und schön sitzen bleiben, festhalten und auf das Beste hoffen. Fahrgäste einsteigen lassen, ist erledigt. Jetzt warten wir bis 15 Uhr, okay. Können wir die Türen schon mal wieder schließen, halt, das war falsch. Schließen, verriegeln. Das hat gut sich angehört. Irgendwas wurde auf jeden Fall verriegelt. Ja, wir sind schon auf vorwärts ausgerichtet. Die Bremsen sind gelöst. Und dann wollen wir einfach mal ein bisschen Leistung zuschalten, sobald. 3, 2, 1 und los. Abfahrt. Schließe die Fahrgasttüren, bevor sie Leistung aufschalten. Ich dachte, die wären geschlossen. Beide Seiten schließen. Schließvorgang eingeleitet. Okay, das ist gut. Dann starten wir. Okay, läuft bisher alles nach Plan. Unser nächstes Ziel ist auch bereits Kassel-Wilhelmshöhe, Bahnsteig 3, 9.46 Uhr. Scheint unser einzigster Halt für heute zu sein. Ist auch gut so. Mit Halten habe ich es nicht so, das wisst ihr ja inzwischen. Ich muss ab und zu mal rückwärts fahren. Ich weiß inzwischen auch, das habt ihr mir gesagt. Ich muss rechts oben auf die grünen und roten Zeichen achten. Wie beispielsweise jetzt. Aber ich kapiere es nicht. Warum ist jetzt die Ampel rot? Aber rechts bei mir ist grün. Also die Anzeige ist grün eingeschaltet. Ich kapiere es nicht. Erklärt mir das bitte. Ab in die Kommentare. Da war doch gerade eine rote Ampel. Wir fahren einfach drüber. Und kein Bock. Unterdeck ein bisschen zu langsam. Sagt mir das doch einer. Oh Freunde, ob das gut ausgeht. Ich habe schon wieder so ein ganz ungutes Gefühl im Bauch. Hier ist irgendwas orange. Da wird's hier rot, da wird's rot. Ich check hier gar nicht durch. Da ist was Grünes. Ich glaube, das gilt für uns. Wir dürfen sogar schneller fahren, sehe ich gerade. Machen wir mal geschmeidige 80%. Goldstatus erreicht. Aha. Steht hier irgendwas, wie schnell wir fahren dürfen? 330! Na dann, Max!
Leute, es ist duster. Bisschen Licht hier. Bisher läuft alles nach Plan, würde ich mal sagen. Wir sind ziemlich flott unterwegs, aber wir dürfen es auch. Wie ihr seht, sind wir immer noch unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber wir haben noch ein gutes Stück nach Kassel-Wilhelmshöhe vor uns. Um genau zu sein, da steht was von 82 Kilometern. Ja, okay. Ich glaube, hier kann man so einen Max-Ansteller machen. Machen wir Max 200. Mal gucken, ob es funktioniert, so wie ich es geplant habe. Theoretisch dürfen wir jetzt nicht über die 200 kommen. Das scheint doch kein Tempomat zu sein. Machen wir mal ein bisschen langsamer hier. Den können wir wieder ausmachen. Bringt ja anscheinend nichts. Ja, bisher ist unsere Leistung gut, würde ich mal sagen. Es ist noch niemand zu Schaden gekommen. Und wir haben noch keine Signale übersehen. 2,4 Kilometer grünes Licht. Das Einzige, was ich frage, wie kann ich langsamer werden? Die Leistung habe ich ja schon bereits reduziert. Aber er nimmt immer noch an Fahrt auf. Und das was, das kapiere ich nicht ganz. Ich glaube, hiermit können wir runterbremsen. Ja, scheint zu funktionieren. Fahren wir jetzt etwa mit angezogener Bremse oder warum werden wir... Warum werden wir hier jetzt langsamer? Das ist auch was, was ich nicht verstehe. Ich gehe mal auf Umgebung. Okay, wir werden wieder schneller. Alles klar. Okay. Hab's kapiert. Zwei Kilometer geradeaus, grünes Licht. Da habe ich doch Zeit, mich mal kurz mit euch zu unterhalten. Also Freunde, wenn auch du Zugfahrer werden willst, ich kann es dir nicht beibringen, denn ich bin der schlechteste Zugfahrer der Welt. Das heißt, ihr seid in sehr, sehr guten Händen. Ha. Aber so eine kleine Sightseeing-Tour hier durch so einen Zug. Ist halt alle so gemütlich am Sitzen und am Umschauen euch, wenn ihr wüsstet, dass ich eurer Fahrer bin. Ha! Ihr werdet aufspringen. Läuft hier einfach der Zugführer durch die Gegend. Gibt's selten, wa? Machen wir mal zu hier. Und wieder auf den Chefsessel. Was gibt's denn hier noch so für Knöpfe? Mein Lieblingsknopf. Ja, also es läuft alles nach Plan, Freunde. Wenn es jetzt keine unerwarteten Störungen gibt, dann machen wir das hier heute mal richtig gut. Ich bin irritiert.
Schöne Strecke auf jeden Fall, gefällt mir. Komischerweise ist jetzt 2,12 unsere Maximalgeschwindigkeit und wir werden langsamer. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit der Geschwindigkeit. Mal langsam, mal schnell. Ich hab's noch nicht so ganz begriffen. Ich weiß, hier können wir irgendwie bremsen. Umgebung, halt. Wir sind zu schnell, wa? Wir sind zu schnell. Ab in die Eisen. Es hat funktioniert. Ich habe es hingekriegt, Leute. Ich habe es hingekriegt. Ich glaube, wir müssen gleich wieder abbremsen, oder? Nö, geht. Habt ihr das gesehen? Wir sind mal nicht frühzeitig rausgeflogen. Das heißt, wir haben unseren Job, bin ich meiner Meinung, gerade ziemlich gut gemacht. Falls ihr anderer Meinung seid, lasst mich wissen. Oh je, auf die Meinung bin ich gespannt. Weil, ja, ihr seht ja, ich bin schon ganz schön ein Noob hier. Und ich bin für jeden Tipp dankbar. Oh, zu schnell, zu schnell. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Ja, noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Okay, hat funktioniert. Wir bremsen ab. Einzige, das mich irritiert, warum werden wir jetzt immer weiter langsamer? Ich habe doch hier gerade umgestellt. Wir sind hier auf Max. Und wir werden trotzdem langsamer. Ich kapiere es nicht. Freunde, ich verstehe das hier nicht. Was treibt dieser verdammte Zug mit mir? Jetzt wird er wieder schneller. Also, ich kann mal so viel dazu sagen, Freunde. Ich bin nicht ziemlich gut in meinem Job, aber es funktioniert. Ein bisschen Applaus hätte ich gerne, wie so bei so einer Landung von einem Flugzeug. Weil... es ist ein Wunder, dass wir doch fahren, Freunde. Und dass ihr pünktlich ankommt. Weil, das sollten wir theoretisch sogar noch schaffen. Ist nicht mehr ganz so weit, 50 Kilometer. Und wir haben noch etwas Zeit. Das nenne ich definitiv eine reibungslose Fahrt. Keine Sorge, ich schaue nur nach dem Rechten. Möchten Sie vielleicht etwas zu trinken? Ich würde Ihnen ein paar Getränke empfehlen. Ich setze mich einfach mal neben dich, mein Freund. Hast du denn inzwischen schon das Video geliked und den Kanal abonniert?
und die Glocke aktiviert. Falls nicht, solltest du das dringend tun. So, ich muss zurück, Freunde. Es wird Zeit. Ich muss mal schauen, ob ich eventuell irgendein Signal übersehen habe. Aber das ist dann nicht kritisch. Keine Sorge. Überhaupt keine Sorge. Selbst wenn ich Signale übersehe, dieser Zug fährt automatisch. Ne, noch alles im grünen Bereich. Sehr gut. Licht. Jetzt mal ernsthaft, im Real Life, Zugfahrer, was muss der für Adlerreflexe haben, wenn er sowas erkennen will? Ich meine, ey, naja, Leute, wenn ihr da draußen Zugfahrer seid und diesen Job hier macht, ich sage euch, ihr seid Helden. Verdammt, wie kann man solche Signale in dieser Geschwindigkeit überhaupt noch erkennen? Selbst hier habe ich Probleme damit. Also, Respekt, Respekt, Respekt. Ihr macht einen guten Job, Freunde. Egal, was man so sagt, Pünktlichkeit, bla bla bla. Oh, wir müssen abbremsen, merke ich gerade. Wir sind leicht dezent zu schnell. Das war hier, ja, die spannende Unterhaltung. Die hat mich hier leicht abgelenkt. Okay, okay, alles gut. Wir brauchen keine Notbremsung. Nein, 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 das war nicht nötig. Weiterfahren. Okay, also wie gesagt, wenn ihr da draußen Zugfahrer seid und diesen Job hier macht, Respekt, wirklich Respekt von mir. Nicht leicht. Auch noch mit so viel Verantwortung. Wäre in Real Life wirklich schwer für mich. Ich weiß also, wie gesagt, auf euren Schultern liegt eine schwere Last, bin ich der Meinung. Und ja, ich bedanke mich hiermit. Und ja, jetzt will ich noch nicht zu weit abschweifen hier. Und wir konzentrieren uns hier wieder auf unsere Fahrt. Ich will nicht bremsen, ich kapiere das nicht. Ich will nicht bremsen. Ich will schneller werden. Okay, jetzt werde ich schneller. Steigung. Tunnel, wenn ihr euch mal überlegt, was das für ein Aufwand ist, so Tunnel hier ja, in Schuss zu halten. Ich meine, die Dinger, die stehen ja, also so ein Berg wächst ja nicht einfach so in der Landschaft und hat ein Loch drin, wenn ihr versteht, was ich meine. Was das für eine Arbeit gewesen sein muss, dieses Zugnetz, dieses Streckennetz zu bauen. Da geht es ja mit Diamantbohrern, gehen sie in den Berg rein und zack, 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 löchern das Ding, bis man auf der anderen Seite rauskommt. Und ja, also ganz schön viel Arbeit. Das Einzige, was ich noch nicht kapiert habe, wie ich hier konstant die Geschwindigkeit halten kann, ohne ständig abbremsen und Gas geben zu müssen. So wie jetzt. Warum hält er jetzt die 243? Ich check's nicht, ich check's wirklich nicht. Grünes Signal. Keine Sorge, ich habe die Signale im Blick. Macht euch da keine Gedanken. Ich hoffe, wir kommen heute sicher an.
bin echt mal neugierig, ob wir das pünktlich schaffen. Ich bin eigentlich so ziemlich überall an der Geschwindigkeitsbegrenzung dran gewesen. Das ein oder andere Mal ein bisschen zu schnell gewesen, das ein oder andere Mal war ich vielleicht ein bisschen zu langsam. Deswegen bin ich wirklich neugierig, schaffen wir es pünktlich anzukommen? Oder werden sich hier meine geehrten Fahrgäste leicht verspäten? Ja, genau von euch rede ich. Sie machen sich gar keine Sorgen, dass ich hier vor Ihnen stehe. Na dann. So lange, bis der runterbremst. Falls jemand von meinen Zuschauern jemand ist, der Tunnel baut, ich bin wirklich neugierig. Wie lange dauert das? Sagen wir mal, in so einem Fels wie hier, überhaupt das Fundament hier durchzubauen. Also sagen wir mal, ich rede jetzt nicht vom Gotthard, dass das schon ewig dauert, bis der ja von der anderen Seite her durchbohrt wird. Das ist ja, glaube ich, geplant. Eigentlich liegt der Plan ja auch darin, den Gotthard auf der anderen Seite weiterzubauen. Aber ich rede jetzt hier von so einem Standardberg hier, der hier in Deutschland rumsteht. Wie lange dauert es, bis man hier so ein Löchchen reingebohrt hat? Ich gehe davon aus, dass das einiges an Zeit gekostet hat, dieses Streckennetz so aufzubauen, wie es heute existiert. So ein Berg. Ich rede jetzt von so einem Berg. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir hier in dem Tunnel drin sind. Und dann sagt mir mal eine realistische Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sagen wir 20 Sekunden. Der Tunnel war jetzt 20 Sekunden bei Standard 240 km/h. Habt ihr so ungefähr den Eindruck davon, wie dick der Berg war und wie lang der Tunnel war? Wie lang dauert das? Lasst mich wissen. Wenn ihr euch damit auskennt, ab in die Kommentare damit. Warum werden wir schon wieder langsam? Das hat irgendwas hier mit diesem Schalter hier zu tun, den wir einmal zuschalten müssen, wieder abschalten müssen. Aber es funktioniert. Also es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, wie ich es mache. Aber es ist eine Lösung. Nicht die eleganteste, bin ich mir ebenfalls sicher. Aber auch eine nicht ganz so elegante Lösung bleibt eine Lösung. Es wird wieder langsamer. Es hat ja ewiges Hoch- und Runtergeschalte hier. Kilometer, wir haben es bald geschafft. Wir kommen näher. Jetzt langsam wird es wahrscheinlich auch wieder wichtig, dass ich so ein bisschen hier die Schilder und alles im Blick habe. Und die Signale vor allen Dingen. Und ich glaube, hier in dem Bereich wird es auch langsam Zeit, dass wir ein bisschen langsamer fahren. Aber aktuell dürften wir theoretisch noch schneller fahren. Ich mache es jetzt mal nicht, weil falls ich eine schnelle Bremsung einleiten muss, wie jetzt hier, ist rot. Nee, wir dürfen durch. Vergiss das. Es war nicht rot, sondern grün.
Das Rot, ja, wofür galt das rote Licht? Also ich weiß es nicht. Wir hatten grün und daneben war rot, aber auf der gleichen Seite kann ja nicht nochmal was kommen. Es gibt ja nur die eine Schiene hier. Naja, wir werden es wohl nie erfahren. Kilometer. Da haben wir Kassel-Wilhelmshöhe Bahnsteig 3 erreicht. Das mit dem Bahnsteig 3 macht mir noch so ein bisschen Sorgen. Müssen wir speziell irgendwie noch mal irgendwelche Weichen stellen oder so? Ich glaube nicht, oder? Hallo Freunde. Zack. Wir sind wieder zu schnell, abbremsen. Neun Kilometer. Ich glaube, wir kommen ein gutes Stück zu früh, wenn das hier so weitergeht. Noch 60 Minuten, dann, oh, da muss ich runterbremsen auf 180. Ja, fehlt noch ein bisschen mehr Bremsen hier. Schon besser. Wir haben es hingekriegt. Keine Sorge, wir haben es hingekriegt. Da müssen wir auf 140 runter. Okay, okay. Das heißt, wir müssen hier jetzt schon ein bisschen mit der Bremse spielen. Die hier. So, zack. Das war ansatzweise richtig gut, ne? Habt ihr das gesehen? Das müssen wir auf 100 runter. Ich krieg das echt hin, Leute. Ich krieg's hin. Mann, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, halt. Bremsen. Ja, es scheint zu funktionieren. Mir halten. Ja. Puh, Leute. Wir kriegen es echt hin.
Kann das nicht wahr sein? Das kann doch nicht wahr sein. Kriegen wir das jetzt echt gebacken? Machen wir hier die Leistung auf aus. Jetzt fangen wir an zu bremsen. Komm schon, das schaffen wir. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Türen entriegeln. Türen entriegeln. Okay. Türen sind entriegelt. Fahrgäste einsteigen lassen. Leute, ich glaub's nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind sogar zu früh. Ganze 3 Minuten sind wir hier zu früh. Wir haben es geschafft, pünktlich anzukommen. Verdammt nochmal, bin ich gut. Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, Leute. Ich habe damit nicht gerechnet. Ihr seht ja, wie ich mich freue. Da steht schon wieder Sitzung ungültig. Bitte drücken Sie hier für erneute Anmeldung. Warum ungültig? Es ist doch gut gelaufen. Ich check's nicht. Benötigte Zeit 30:43, okay. Gefahrdistanz 79. Okay, okay. Alles klar, ich bin zufrieden. Leute, like das Video, Dinge, Dinge, Dong, die Glocke aktivieren und abonniert den Kanal. Freunde, ich bin raus. Tschüss, euer Pate. Danke fürs Zusehen.